Hier in Blasewitz, wo sich reiche Fabrikanten, hohe Beamte und Offiziere haben riesige Villen bauen lassen, lebte ich leider nur 7 Wochen. Diese romantische Umgebung war es auch, wo ich die Lektüre des Rienzi von Edward Bolletin in mich aufsog und beschloss, hieraus eine Oper zu verfertigen. Allein die Länge derselben stellte mich vor neue Probleme. So war mein Publikum eine Länge von über 3 Stunden nicht gewöhnt. Und ich teilte meinen Opus in Rienzis Größe und Rienzis Fall. Zumal es seinerzeit ohnehin noch üblich war, bei Aufführungen nur Teile jeweils verschiedener Komponisten zum Vortrag zu bringen. Das hat sich glücklicherweise geändert. In diesem Häuschen schrieb Friedrich Schiller seine Ode an die Freude.